Hallo meine Freunde der Spezialaufträge und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich bin der Drachenbursch und ich grüße heute nämlich den Niklas, außerdem Minnie Maus, das ist ein Hund. Irgendwie auch gemein, seinen Hund Maus zu nennen, oder? Wie dem auch sei, wir grüßen auch noch Sebastian und auch noch Martin. Also, ich grüße sie. Wieso sage ich immer wir? Alte Gewohnheit. Alles läuft nach Plan. Hä? Da. Die Agent Smith-Leute trainieren wieder. Und die letzte Lieferung. Gerade angekommen. Exzellent. Jetzt brauchen wir nur noch das Passwort für den Apparat des Professors. Ich könnte ihn weichkochen. Nicht nötig. Meine Leute haben endlich das Druckmittel, das wir brauchen. Dieses Lachen und eine Katze muss der Hauptbösewicht sein. Entschuldigung, das ist einfach lustig. Boss, Ihre Webcam ist wieder falsch eingestellt. Was? Sowas Lästiges. Technik. Und Ihre Stimme klingt so komisch. Ich melde mich wieder. Professor? Damit muss Professor Kowalski gemeint sein. Wow, ein Glück, dass ich das mitbekommen habe. Das ist der Truck des Eindringlings. Oh, das war's mit meiner Tarnung. Irgendwo muss er doch stecken. Suche ihn. Wir sind gar nicht da. Das war knapp. Ich hasse dich, Fahrstuhl. Ja, das mit den unauffällig hat nicht ganz so geklappt. Rette Professor Kowalski ist unsere neue Aufgabe. Ich fall erstmal runter. Du wirst verlieren. Nee, das glaube ich gar nicht, dass ich verlieren werde. Ich glaube eigentlich, dass wir schon gewinnen werden, so. Ja. Mal 48 ist echt zu genial. So, endlich mal wieder ein bisschen kämpfen hier. Jetzt gibt's eine Tracht Prügel. Ja, aber nicht für euch, nicht für mich, sondern für euch. So, den haben wir gleich gekontert hier. Da müssen wir wieder ein bisschen verhaften hier. Nicht schon wieder. Boah. Also kämpfen. Komm, schmeißen wir mal wieder einen. Nee, den schmeißen wir nicht, den lässt sich nicht schmeißen. Den verhaften wir. Den verhaften wir ihn. Das ist nicht fair. Na los, komm schon. Dann schmeißen wir halt den da in den anderen rein. Oh, ich wollte ihn noch in die andere Richtung schmeißen. Wieso hat das nicht geklappt? Ey, den wollte ich weghauen. Hau ihn weg. Box ihn weg. Du hast nicht. Okay, der gibt gleich auf und schmeißt sich selber runter. Ein Problem weniger. So, das Armdrücken hier gewinnen wir aber auch noch. So, wo hauen wir den hin? Okay, den drehen wir erst nochmal ein bisschen lustig rum. Auch natürlich eine Art, die Gegner loszuwerden. Ja, das Duell konnten wir auf jeden Fall für uns entscheiden. Wir hacken hier nochmal ein bisschen rum. Die spannende Musik bleibt, obwohl wir es schon geschafft haben, alle Gegner zu besiegen. Naja. Wahrer Lego City Held ist jetzt auch überhaupt kein Problem mehr, nachdem wir hier mal 48 haben. Noch wieder über 100.000 Steinchen. Allein in diesem kurzen Abschnitt hier. Puh. Aber ein paar Diamanten drin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was gibt's denn hier oben noch alles? Was gibt's denn hier oben noch alles? Außer die Möglichkeit, wahrer City Held zu werden. Wahrer Lego City Held zu werden. Das haben wir auf jeden Fall genutzt. Oh, eine Kiste mit Bananen. Ja, ist auch gut. Braucht man auch immer. Da konnte ich mich gerade irgendwie nach oben befördern. Mal schauen, wo wir dahin landen. Wo wir dahin kommen. Okay, da bin ich nur. In Anführungszeichen nur okay. Hier gibt's Elektroschocks für Leute, die gerne Elektroschocks mögen. Und hier gibt's noch ein Basketball. Ein Basketballspiel, auch das kriegen wir hin. So, mal die Basketball. Der war gar nicht so gut. Ich glaube, es wird immer schneller mit jedem Wurf, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Boah, da kann ja keiner zuschauen, wie schlecht ich hier werfe. Das ist ja schrecklich. Aber da müssen wir trotzdem reingehen. Ja! Jetzt müssen wir nur noch einen treffen. Ah, ne, zwei müssen wir noch treffen. Oh, der war gut. Der war gut. Direkt in die Mitte fast. Da war es noch einer jetzt. Ah ne, jetzt hat's gepasst. Ja, wir haben es geschafft. Was kriegen wir dafür? Gar nichts. Ah, was sagen? Polizeimarkenanteil kriegen wir dafür. Mal 48 die 10.000, das ist so krass. So krass. So, einmal hier nochmal wieder aufhebeln, wenn wir schon dabei sind.
Hebel, Hebel, Hebel. Dankeschön. Steine, Steine, Steine und sonst nichts. Boah. Steine haben wir doch eigentlich genügend. Egal, dann machen wir das hier auch noch auf. Aus Gründen der Vollständigkeit. Können wir hier irgendwie rein? Momentan noch nicht. Aber diese Glasdinger kommen auch irgendwie. Irgendwie kommen wir da bestimmt noch rein, aber wir haben hier noch was wir machen können. Hier können wir nämlich die Elektrizität abschalten und dann können wir auch diese Kiste aufmachen. Und in der Kiste ist dann möglicherweise was, um in diesen anderen Raum reinzukommen. So, ein bisschen draufhauen hier, das hilft immer. Ist ja ein Lego-Spiel. Sachen kaputt machen oder draufhauen. Immer die beste Variante. Ah, wir bekommen mal eine Kiste. Und diese Kiste können wir gewinnbringend dort vorne abstellen, direkt neben der Tür. Ich hätte ja vermutet, dass wir irgendwas aufsprengen müssen, aber wahrscheinlich nicht der Fall zu sein momentan. Nein, wir machen uns nur ein ganz kleines Pad hier hin, wo wir die Tür auf, ganz normal die Tür aufmachen können. Ist ja richtig ungewohnt, dass wir nichts aufsprengen. Ungewohnt ist auch, dass wir hier in diesem ersten Abschnitt gar nichts gefunden haben, was wir irgendwie verwenden konnten, um hier weiterzukommen. Ja, keine Ahnung. Doch, doch, das Basketball-Ding war da. Doch, dann haben wir doch was gefunden, was wir brauchten. Wow. Schicke Kamerabewegung. Das sieht so aus, als dürfen wir mal wieder runterspringen irgendwo. Wow. Und zwar ziemlich weit können wir hier runterspringen. Das könnte cool werden. Das könnte cool werden. Wir sind ja lange nicht mehr gesprungen. Das letzte Mal, dass wir so eine Sprungmission hatten, das war ja in der Mine. Und das war ja schon ziemlich cool. Naja, hier hätte es noch was gegeben für den starken Charakter. Aber den haben wir ja noch nicht. Aber der Moment wird kommen, an dem wir den auch noch haben. Ja, ich hoffe mal, hier ist noch irgendwo was drin, dass sich das hier auch lohnt, die Sachen kaputt zu machen. Aber momentan wäre ich da noch bitter enttäuscht. Da ist in keiner der Kisten was Gescheites drin. Außer Mixen. Und ein paar von denen sind natürlich auch noch drin hier. So, die sammeln wir natürlich alle ein. Können wir alle gebrauchen. Ist das was, die kaputt zu machen? Auch nicht mehr als die anderen Sachen. Vielleicht ist in diesem roten Ding ja noch was drin. Nein, auch nicht. Na dann, würde ich sagen, machen wir hier den Abflug. Oh, da war noch was Buntes. So. Machen wir uns bereit, einen großen Sprung zurückzulegen. Einen großen Sprung für die Menschheit. Luft anhalten und los geht's. Wow. Cool. Wow, wow, wow. Cool und nicht gerade ungefährlich, der ganze Spaß. Ich hoffe, da sind nicht wieder riesige Ventilatorflügel. Nee, letztes Mal die Ventilator... Oh, Digga, war gefährlich. Oh, toll. Keine Ventilatorflügel, nur Laserkanonen. Du musst irgendwie vorher wissen, wo man hinfliegen muss. Das wird die Sache irgendwie deutlich erleichtert fahren. Diese Steine kommen, erscheinen immer relativ spät. Das ist auch noch so, dass das schade ist. Da oben hätte es blau gegeben. Gefolgt von rotierenden Energiestrahldingern. Ich wette, dieser Schacht endet in einem Schmelzofen. Da muss man ja im Prinzip auswendig lernen, wo die blauen Sachen sind. Das ist auch ein bisschen nervig. Da oben wäre zum Beispiel hier gewesen. Ich hab das auch schon zweimal erwischt. Aber es auf jeden Fall hat sowas von Mission Impossible irgendwie, diese Dinger. Da bin ich ja jedes Mal von vorne anfangen, wenn es mich hier runterhaut. Ich glaube fast. Boah. Aber kann auch schneller fallen, sehe ich gerade. Ah, okay. Mit schneller fallen können wir es mal probieren. So, wow, wow, wow. Da geht's doch gleich viel. Ah, da war das Ding in der Mitte noch. Da geht's doch gleich richtig viel mehr ab noch. Oh, komm, das hat mich höchstens an den Beinen ein bisschen berührt. Da war doch gar nichts. Da wird nichts. Nichts war da. Oh, 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 in der Mitte durch. Jawohl, wir haben es geschafft. Mal wieder einen Abschnitt geschafft. Jetzt nochmal durch die Mitte durch hier. Wir haben es geschafft. Das schaut doch gut aus. Wir müssen noch schaffen, irgendwie zu landen. Damit schaffen Sie wohl das meiste Material heran. Ja, eine unterirdische Basis mit U-Boot. Das ist auch immer wichtig. Das spricht auch auf jeden Fall für Superschurken. Wahrscheinlich noch ein Atom-U-Boot oder sowas. Verpassen wir dem Teil ein Upgrade. Das vervollständigt sowas auch immer. So, jetzt müssen wir gleich noch ein bisschen mit gegen Gegner kämpfen. Da habe ich doch schon so ein paar von diesen Ganoven hier gesehen. Ausgewichen! So, du bist festgenommen. Und du, kannst mich versuchen anzugreifen, wird dir aber nichts bringen. Alle Gegner losgeworden. Schön. Hier sind noch ein paar Sachen zum kaputt machen. Wow, alle drei auf einmal mit einem Schlag. Ich bin begeistert. Wo müssen wir jetzt hin? Lang. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Wahrscheinlich müssen wir das Ding in der Mitte vervollständigen eher. Aber ich bin auch noch. Hier weist uns der Stuffweg zumindest hin, dass wir hinlaufen sollen. Ich bin verwirrt. Dieses Wasser da an der Seite könnten wir eigentlich auch noch reinspringen. Ich frage, ob wir da irgendwo hinschwimmen können. Ne, das sind bloß irgendwelche gefährlichen Elektrodinger.
die uns zu Tode schockieren würden. Das sollten wir auf jeden Fall nicht riskieren. Da kann man drauf springen. Wie kommt man denn da rein? Ja, da brauchen wir wieder einen starken Charakter. Boah. Überall brauchen wir starke Charaktere. Nervig. Außer da vorne, da brauchen wir einen Astronauten. Und den Astronauten haben wir ja. So, Herr Astronaut, Sie werden gefragt. Und zwar mit Blau. Ey, nein, ich habe noch Blotze. Ich hab zuerst Blau gedrückt. Hab man nicht genau gesehen, wo das Ding ist. So, jetzt nach unten auf jeden Fall. Blau, Grün, Gelb oder Rot. Und dann passt das auch. Dann bekommen wir wieder den göttlichen Beistand. In Form von Legosteinen. Was für Legosteine, weiß ich noch gar nicht. In Form von Dynamit in dem Fall. So, Dynamit kann nur ein Mensch aufheben in diesem Spiel. Oder vielleicht können später noch andere, aber der hier kann es auf jeden Fall. So, du kannst Dynamit aufheben und deswegen benutzen wir das Dynamit hier auch gleich. Rein damit. Und dann geht's gleich. Ich mag's, wenn's Boom macht. Ah, die zweite Seite haben wir jetzt auch fertiggestellt. Damit haben wir den Greifer auch schon fertig, was auch immer der Greifer bringt. Ich hab's noch nicht ganz begriffen. Ich stell mir einfach vor, dass das ein Greifautomat vom Rummel ist. Was ist hier los? Der sieht ja nett aus, der Captain. Oh oh. Hey! Sorry! Was machen wir gerade mit dem U-Boot? Ich glaube, wir machen es kaputt. Ja, das U-Boot ist definitiv schon mal kaputt. Das wird unseren Super-Schurken auf jeden Fall nicht freuen. Boah, fliegen wir jetzt mit dem Raketending wieder raus. Oh, das wäre cool gewesen. Mein U-Boot! Sorry! Hat sich's was mit dem Heranschaffen von Material. Und mit diesem Motor komme ich durch die verstärkte Tür da drüben. Boah! Da kann man, glaube ich, noch viel weiter mit dem Motor. Oh ja, das sieht... Klopf, klopf. Ich wollte gerade sagen, spring lieber ab, spring lieber ab. Das hätte... Das ist gefährlich hier. Schurken mit Jetpack. Sowas ist immer gut. So, sorry Jungs. Hat sich's ausgejetpackt. Einmal verhaften. Ah, da sieht man schon. Unsere Feinde haben auf jeden Fall Geld. Sonst kann man sich solche Schurken hier nicht leisten. Mit Jetpack. Wir löschen natürlich erstmal, auch wenn wir so normal vorbeigehen könnten, löschen wir trotzdem. In der Hoffnung noch irgendwas dafür zu bekommen. Aber dann war es nicht 1 von 3 oder so, von daher befürchte ich fast. Bekommen wir da auch nichts dafür, wenn wir hier alles löschen, oder? Nein? Doch. Naja, noch einen blauen. Warum auch nicht? Nehmen wir auch noch mit. Kontrollpunkt abgeschlossen. Ach, wir haben sogar unser... Gleich mal noch mitgenommen, unser Supermotor. Kann man einen kleinen Charakterwechsel hier sofort machen. Mal hier aufzuhebeln. Oh, 1 von 5. Okay. Scheint es noch mehr von zu geben, von diesen Schießdingern. Oh, hallo. Du schaust in die falsche Richtung, mein Freund. Oh, der ist jetzt nicht rot, der ist jetzt in blau. Oh, noch mehr von denen. Also die Jetpack-Gegner scheinen hier sehr beliebt zu sein. Da ist noch ein roter Stein. Wahrscheinlich werden wir den bekommen. Sollten wir auf jeden Fall alles dran setzen, dass wir ihn bekommen. Aber ich tippe, wir müssen dann nur an der Seite aufhebeln, oder? Sieht nach einer machbaren Aufgabe aus. Was? Da habe ich jetzt... Den habe ich gekontert gehabt. Den habe ich gekontert. Mir wurde es nur nicht angezeigt, dass ich kontern kann, aber die Dreieckstaste hatte ich doch trotzdem gedrückt. Das fand ich ja schon ein bisschen unfair, dass wir hier gerade getroffen wurden. Sorry. Wir lassen dich mal eben durch. So, du bist verhaftet und du bist weggeboxt. Immer noch nicht genug. Das kann man ändern. Hier muss noch einer rumlaufen, weil der hier noch... Jetzt sag mal, was ist denn hier los mit dir? Dann kontern wir dich halt nochmal aus. So, jetzt aber Ruhe. Wir geben aber auch gar keine Ruhe hier. Mann, 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 Mann. Ja, einmal nochmal aufhebeln hier. Hoffentlich kriegen wir da drin irgendwas, um diesen Laser da abzustellen. Oh nein, da brauchen wir schon wieder einen starken Charakter. Das habe ich rechts gesehen gehabt. Ich hoffe, das ist aber nicht das, was wir brauchen, da reinzukommen in den anderen Raum. Ich hoffe es einfach mal. So, dann kommen wir auf jeden Fall nach da oben, falls wir das wollen würden. Aber das tun wir gar nicht wollen würden gerade. Jetzt wollen wir erstmal schauen. Ja, ich wette, das ist das, was wir den schweren Charakter da wieder brauchen. Oh, ärgerlich. Oder den starken Charakter, hat er gesagt. Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Mit dem Auto können wir momentan nichts machen. Diese Tür scheint hier auch den Weg zu versperren. Ne, dann müssen wir wohl lieber nach oben. Vielleicht können wir von oben noch in diesen Raum reinspringen mit den Lasern. Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf.
brauchen wir eine andere Farbe. Wie kommen wir da rein? Keine Ahnung. Alles noch sehr mysteriös hier. Zumindest kriegen wir da die andere Farbe. Vorausgesetzt natürlich, wir machen hier erstmal auf mit unserem Feuerwehrmann. Chase McFeuerwehrmann. Krass, 2,7 Millionen haben wir jetzt allein in der Mission schon wieder gesammelt hier. An Stats. Ich bin hellauf begeistert. Hier können wir unsere Farbwandler wechseln. 1 von 5. War das bei den Blumen? Ich glaube, das waren die Blumen. Genau. Hugo ist der Mann, wenn es darum geht, Farbwechsler zu aktivieren. So. Und den hätten wir auch aktiviert. Schön. Das ist so ein cooles Jetpack. Kriegen wir jetzt endlich das Jetpack. Das wäre natürlich wünschenswert. Nachdem unsere Gegner schon Jetpacks haben, will ich natürlich auch eins. Mein eigener Raketenrucksack. Jawoll, freigeschaltet, Raketenrucksack. Sehr, sehr gut. Aber den kann man anscheinend auch noch an bestimmten Stellen einsetzen, sehe ich das richtig? Okay, uns wird zumindest angezeigt, wo wir weiter müssen. Das wäre rechts rüber. Da bin ich momentan auch noch gar nicht rüber. Ich glaube, der ist aber nur für den Astronauten gewesen, hatte ich mal in den Kommentaren gelesen. Ja. Ah, okay, ja, doch. Da kann man ein bisschen höher fliegen, auf jeden Fall. An ein paar Stellen kann man ja vorher nicht hoch genug, aber jetzt können wir da... Ah ne, da können wir da jetzt hoch. Können wir da jetzt auch drüber fliegen, hier irgendwie über die Laser. Ja, scheint wirklich nur zu gehen hier, wenn man... Was mit diesen Reifen eigentlich auf sich? Ich will hier durch! Lass mich durch! Boah! Hätten wir noch einen Steinkant, den wir kaputt machen können. Nee. Bringt alles nichts, bringt... Ups, Kopf angehauen. Bringt alles nichts, unsere einzige Möglichkeit voranzukommen scheint momentan zu sein, hier nach oben zu fliegen. Also, dann machen wir das halt mal. Ah, okay, es gibt hier auch bestimmte Abschnitte, durch die man durchfliegen kann. Nein! Ich gehe nochmal zurück, ich will nochmal nach oben. Mich da hier oben dran festhalten. Schauen wir mal, ob wir das da schaffen. Einen Versuch will ich dafür noch haben. So, einmal nach da oben. Ups. Wir müssen natürlich erstmal aktivieren hier. So. Nein! Ich hab mich schon wieder festgehalten. Ich bin wieder an der Seite festgehangen. Das wollte ich eigentlich nicht. So, ja, wir haben es hier hochgeschafft. Da wollte ich hin. Vielleicht können wir damit den Laser unten deaktivieren. Vielleicht können wir aber auch noch irgendwas kaputt machen. Da links rüber zu kommen. Also ich glaube, normal müssen wir auf jeden Fall rechts irgendwo weiter. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir hier noch in der linken Ecke ein bisschen Sack kaputt machen. So, bauen wir es mal zusammen. Was kommt raus? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah, doch, ich weiß genau, was das ist. So, einmal Mr. Dynamit. Wo ist er mit Mr. Dynamit? Da ist Mr. Dynamit. Einmal Dynamit mitnehmen, bitte. Und dann gleich nochmal aktivieren, damit wir hier noch ein bisschen mehr Steine bekommen. Wir haben ja noch nicht genügend Steine. So, bekommen wir das Dynamit gleich mit? Bekommen wir die... Jawohl, jawohl. Gleich jagen wir den Automat noch in die Luft und... Boom. Schön. Schöne Sache. Hier ist doch bestimmt auch noch was drin. Was? Da ist nichts mehr drin in der Kiste. Gemein. Okay. Dann heißt es wohl mal wieder fliegen für uns. Ja, mit dem Fliegen funktioniert eigentlich ganz gut. Nee, da unten kann man nicht rein. Ich gebe auf, das müssen wir wohl nochmal machen. Aber hey, die Mission müssen wir sowieso alle nochmal machen. Ohne starken Charakter wird das nichts. Servus, Jungs. Habt ihr mich schon vermisst? Ich hoffe doch. Oh, schade, ich dachte, ich schmeiß mich gleich runter. Nein! Ich schmeiß mich selber runter. Das war so nicht geplant. Und die anderen Kerle auch von oben runter, um mich zu schlagen? Nee, das machen wir nicht mal. Wahrscheinlich war es eigentlich so gedacht, dass wir hier unten rumgehen. Deswegen gehe ich jetzt auch hier nochmal unten rum. Kann man auch nochmal hochklettern, okay. Ah, da ist noch ein Blumentopf. Wir müssen hier sowieso runter. Gibt auf jeden Fall auch jede Menge zu tun. Jede Menge zu tun. Wir kommen auf die andere Seite rüber. Ah, es gibt so viele Sachen, die wir hier machen müssen. Das ist so irritierend. Man weiß nicht, wo man zuerst anfangen soll. An jeder Ecke gibt es etwas zu tun. Zum Beispiel gibt es hier noch... Ne, die Kiste können wir nicht kaputt machen. Einmal vom Beispiel. Wie kann man den Laser hier ausmachen? Jetzt haben wir hier noch eine von den Dingern. Okay, ich probiere es. Ich hebel hier erstmal das hier aus. Ah, falsch, Entschuldigung. Da ist der richtige Hebler. Ja, wir wissen was. Mit dem Rechtstand können wir das machen. 3 von 5. Wo ist unser Astronaut? Einmal den Astronauten wieder hier hochfliegen. Ja, genau. Oh, das ist ein Blumentopf. Genau, Blumentöpfe brauchen wir auch noch. 2 von 5.
Wenn wir den Laser da unten ausmachen, weiß ich noch nicht. Aber da müssen wir sowieso rein, das ist so eine Kurbel oder so. Und das ist noch so ein Astronautending, das heißt, wir können uns da irgendwie rein teleportieren, früher oder später. Die Tür kommen wir nicht rein. Okay, dann gehen wir nochmal nach oben. Da waren ja auch noch so ein paar Kerle, die da sich mit uns unbedingt boxen wollten. Okay. Gleich ist es noch ein Kerl. Das sah schmerzhaft aus. Schauen wir mal, wo wir den hinhauen. Was, der hat auch noch nicht genug. Jetzt ist hier aber gleich aus. Immer noch nicht. Ich glaub's ja nicht. Jetzt muss aber hier jemand. Immer noch nicht. Ja, aber was ist denn da los? Einmal muss ich dich hier runterschmeißen noch irgendwo. So. Weg mit dir. Jetzt ist aber hier Ruhe. Wenn jetzt noch nicht Ruhe gewesen wäre, dann hätte ich auch nicht mehr weiter gewusst. Hier gibt's noch was aufzuhebeln. Ah, das ist noch einer von den Schränken. Aber das ist noch nicht der letzte Schrank. Ich glaube, das ist erst der vierte. Oder? Das ist, glaube ich, jetzt der vierte von fünf. Schauen wir mal. Ja, das ist der vierte von fünf. Vierte von fünf. Habe ich leider richtig in Erinnerung gehabt. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.